Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Reihe Reflexionen übers Alter. Mit Kurt und mir, und die große Einladung ist, dass ihr diesen Raum, der in unserer gemeinsamen Reflexion, in unserem gemeinsamen Gespräch entsteht, dass ihr den nutzt, um für euch hinzuschauen, was es für euch bedeutet. Wie ist dein Umgang? Und ja, vielleicht dient das und inspiriert dich und erleichtert es dir, erfreut dich. Wir freuen uns auf diese neue Reihe. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Reflexionsgespräch. Heute befinden wir uns zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Das alte Jahr geht zu Ende und das neue klopft schon an die Tür. Es sind nur noch wenige Tage. Und wir möchten diesen Umstand zum Anlass nehmen, zu reflektieren, im Übergang zu sein. Auch das gehört ja zum Alter, im Übergang zu sein, irgendwann, und das kann ja in jedem Moment, egal wie alt der Körper ist, sein, den Körper zu verlassen, im Übergang zu sein von einer physischen Erfahrungsebene zu einer ohne physischen Form, in eine geistige, seelische Bewusstseinsebene. Also ja, wie erlebst du Übergänge? Letztendlich ist in jedem Moment Übergang, in jedem Atemzug ist ein Übergang. Abends, wenn man einschläft, ist der Übergang in einen neuen Tag. Also wir leben, je bewusster wir sind, in jedem Moment im Übergang, weil in dem Moment ist das schon vergangen, was gerade gesagt worden ist, und das Neue noch nicht da, und wir sind Zeuge eigentlich im Übergang zwischen dem, was war und was sein wird. Aber zwischen den Jahren ist es ja auch ein besonderer Zeitpunkt, zu reflektieren über das, was war und was vielleicht an Wünschen, Absichten da ist für das, was kommt. Aber vor allen Dingen, ja, bin ich bereit für Übergänge? Ja, du hast es gerade so schön gesagt. Es ist eine Zeit der Wandlung. Die Zeit wandelt sich und wir wandeln uns auch mit der Zeit und sollten vielleicht einmal zurückschauen auf das, was war, im Alter vielleicht auf mein Leben, und sehen, auf was blicke ich da zurück. Ist das wirklich mein Leben gewesen oder bleibt noch etwas zu tun? Und wenn jetzt die Zeit der Wandlung ist, in was könnte, sollte, müsste ich mich denn wandeln? Und eigentlich sollte ich mir da nicht irgendwas ausdenken, sondern ich wandle mich zu mir selbst, zu dem, der ich wirklich bin, und werde einfach mehr der, der ich bin, und bringe das zum Ausdruck als mein Leben. Ja, also im Prinzip das, die wandelnde Wandlung, die sich dessen bewusst ist, im Prinzip ja Zeuge und Bewusstsein zu sein, der ewigen Veränderung in diesem Kontinuum Zeit und Raum, in dem sich Materie bewegt, und in all dem das bewusste Sein zu sein, wie auch immer man dazu sagt. Und ich finde es trotzdem schön oder auch wichtig in jedem, und das nehmen ja viele zum Anlass, es ist ja jetzt auch die Zeit der Rauhnächte, zu schauen, ist noch was offen in der Vergangenheit, in dem. Und ich kann ja nur wahrnehmen, wenn noch was offen ist eigentlich. Sonst vergiss das, es ist erledigt, es ist beglichen. Also geht's mir. Ich habe Erinnerungen an die Vergangenheit, weil da Emotionen mit sind, weil da oft noch wie etwas offen ist, es aus der jetzigen Sicht zu sehen, in Liebe zu sehen,
in Zusammenhängen zu sehen. Natürlich gibt es bei ganz vielen Möglichkeiten der Vergebung zu sehen, Moment mal, der andere war ja nur ein Instrument, mir etwas zu lehren, damit ich etwas erkenne oder lerne. Aber eben vielleicht gibt es auch unerfüllt das, was ich mir für dieses Leben vorgenommen habe, als Absicht, und kann in den Reflexionen sehen, dass es in meinem System erlaubte Hindernisse gibt, in Form von Sichtweisen, Überzeugungen, wo ich denke, naja, nee, das kann ich ja nicht, das darf ich nicht, ich bin nicht wert. Was auch immer dafür eben erlaubte Hinderungsgründe in einem selbst noch sind. Die allein zu reflektieren und damit zu erlauben, dass ich aus dem Jetzt alles zeigen kann und alles erfüllen kann, was einfach noch da ist, was von mir erfahren werden möchte, erkannt werden möchte, gelernt werden möchte. Das finde ich ganz spannend. Also im stetigen Wandel und dem Übergang, wie in beide Richtungen offen, also Vergangenheit und Zukunft, und zu spüren, es ist gut, egal was kommt. Es ist gut, egal was war, es ist gut, es ist in Ordnung. Da sind wir bei dem großen Thema, was ich hier habe, so dieses eingebettet zu sein, in Ordnung. Und egal was auftaucht oder geht, es ist in Ordnung, es ist in der großen Ordnung eingeordnet. Es ist auf jeden Fall immer in Ordnung, wie es ist. Aber vielleicht erkenne ich bei der Rückschau, dass da doch noch das eine oder andere noch mehr in Ordnung sein könnte. Und dann finde ich es schön, mir bewusst zu machen, dass ich noch Zeit habe, das zu tun. Dass also vor mir eine Zeit der Wandlung liegt, wo ich alles das noch tun kann, was eventuell zu tun ist. Und umgekehrt, wenn ich sehe, eigentlich bin ich auf dem Laufenden. Da ist nichts nachzuholen. Ich bin in diesem Augenblick jetzt angekommen. Dann ist auch das schön zu erkennen, es ist nichts mehr zu tun, nur noch zu sein. Ja, und Leben geschieht ja weiterhin. Es kommt ja ständig ins Jetzt irgendetwas. Und was so jetzt, während ich dir gelauscht habe, so kam: in was möchte ich denn wandeln? Also was ist denn in mir als wie höchste Eigenschaften oder höchste Tugend oder meine höchste Natur, die ich für mich wahrnehmen kann? Also jeder für sich natürlich. Und ich merke, bei mir ist es halt das Hauptthema wirklich die Liebe, dass egal, ob jetzt Symptome oder auch Schmerzen auftauchen oder irgendetwas, was vielleicht meine Persönlichkeit nervt oder auch fordert, kann ich dieses, was hier erlebt wird im Jetzt, wandeln in Liebe. Mit Liebe, als Liebe. So, das jetzt für mich. Hast du da, in was wandelst du oder in die Wirklichkeit voraussichtlich bei dir? Aber ich will es da gar nichts vorgeben. Genau. Ich glaube, jeder wandelt es in seine Wirklichkeit. Und ich wandle es in meine höchste Wirklichkeit, mir bewusst zu sein, ich bin ein ungetrennter Teil des einen Seins, des Allerhöchsten, des Ursprungs, der Quelle. Und das will ich so rein wie möglich zum Ausdruck bringen. Das heißt also, ich wandle eigentlich nichts, sondern das bin ich ja. Ich lasse nur los, was nicht dazu gehört. Die letzten Unreinheiten, Unstimmigkeiten, und bin das, was ich bin, das eine Sein, die Quelle, der Ursprung. Im ewigen Wandel. Das ist das Schöne,
eben, dass das Leben eine ewige Premiere ist und wie du sagst, jeder Augenblick ist ein Wandel. Der Augenblick, der gerade war, ist jetzt vorbei, kommt nie mehr wieder, aber da ist schon ein neuer, der darauf wartet, erfüllt zu werden. Also eigentlich sind wir gewohnt zu wandeln. Wir machen das ständig, wir erleben das ja ständig. Und worum es geht, für mich ist, das bewusst zu erleben. Ja, kommt mir aus welcher Serie auch immer, die wir früher mal geschaut haben, die Formwandler. Letztendlich sind wir alle Formwandler, weil wir uns ja auch letztendlich in jedem Umstand entsprechend wandeln, anpassen, ohne sich aufgeben zu müssen. Aber jeder Umstand möchte ja eine bestimmte Erfüllung oder möchte etwas von uns, auf den wir uns ja dann einzulassen haben. Und ja, kommt gerade, dass wir eigentlich alle Formwandler sind, in der Form und in der Essenz, dass ich bin. Ja, ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Aber mir ist es gerade erst bewusst geworden, durch das, was du gesagt hast, dass wir alle Formwandler sind. Den Gedanken hatte ich noch nie, aber das stimmt natürlich. Wenn wir alte Bilder ansehen, dann sehen wir das, bin ich mit 6, das bin ich mit 17. Das hat man eine ganz andere Form. Also wir wandeln dauernd die Form und im Alter wandelt sich natürlich auch die Form. Also tatsächlich ist mir das gerade erst richtig bewusst geworden. Wir sind alle Formwandler und wir erleben das ja. Und gleichzeitig wandelt sich die Nichtform, die wir sind, überhaupt nicht. Die ist unwandelbar. Das ist das ewige Sein. Das ist formloses Sein, genau. Ja, ihr Lieben, habt einen ganz, ganz schönen Übergang. Einen schönen Abschluss von einem fantastischen 2022, einem sehr reich an Erfahrung. Wir sind, glaube ich, fast alle gut mit Themen, die einfach noch dran waren, gesehen zu werden, integriert zu werden, in die Heilung, in die Liebe geführt zu werden, konfrontiert worden. Und ja, sind gut gerüstet jetzt mit bewusstem Sein, mit Liebe, mit Präsentsein für das, was kommt. Und gemeinschaftlich natürlich, gemeinsam in so einem wundervollen Feld wie der Global Harmony Unity, aber auch natürlich weit darüber hinaus, mit so vielen Menschen verbunden zu sein, die Teil der neuen Menschheit sind. Und da werden wir 23 sicherlich dem näher kommen. Und miteinander in Liebe sein.